Wie Goethe irgendwann schon gesagt hat, du bewegst dich ja nicht, du gehst ja nicht auf Reisen, weil du von A nach B gehst, sondern du gehst ja auf Reisen um des Reisens willen. Und so ist es auch gut, wenn man sich auf den Weg macht im Leben, dass man sich nicht nur, wie gesagt, vom Kollektiv irgendwie beeinflussen lässt, sondern man sagt, okay, ich nehme das Leben bewusst selbst in die Hand, ja, und bin auch achtsam und gehe auch mal über den Tellerrand hinaus, schau euch auch mal, was machen anderen, kann ich auch mal für andere Menschen da sein, um nicht nur, sage ich mal, so ego-behaftet durchs Leben zu laufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra und ich habe heute einen tollen Interviewgast. Wir wollen heute ein neues Themenbereich oder in einen neuen Themenbereich reingehen, und zwar Buch und Rezensionen. Mein Gast ist heute Heinz Kalitsch und es geht um sein Buch Illusion Mensch. Aber ich lasse ihn natürlich selber erstmal zu Wort kommen. Was mich natürlich interessiert, erstmal, Heinz, vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen und dann gehen wir zum Buch über. Bitte. Ja, liebe Alexandra, herzlichen Dank zunächst für die Einladung. Und an dieser Stelle begrüße ich natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich über deinen Kanal heute diesen Webcast anhören. Ja, ich bin der Heinz Kalitsch. Ich bin 63 Jahre alt, habe Familie, zwei Jungs und ja, war mein ganzes Leben beruflich eigentlich in der IT-Informatik unterwegs. IBM, Informix, also alles diese großen Player. Und dieser Job, den ich da gemacht habe, das hat mir immer total gut gefallen. Ich war mit vielen Kunden unterwegs. Das Ganze war natürlich immer sehr zahlengetrieben. Aber ich habe zu diesem, ja, zahlengetriebenen Leben im Job, habe ich was gefunden, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und das heißt, ich wollte immer wissen, wer oder was ist denn eigentlich der Mensch, ja, und welche Fähigkeiten hat der Mensch? Und so ging es eigentlich in meiner Jugend schon los, dass ich immer wissen wollte, die Dinge, die man in Büchern liest, die Dinge, die man über Fernsehen oder sonstige Kanäle hört, wie zum Beispiel Telepathie, Telekinese, diese ganzen Geschichten, Astralreisen, luzides Träumen, ist denn da wirklich was dran, gell? Und ich habe mich immer so als ganz normaler Mensch gefühlt, wie vielleicht du oder wir alle zusammen sind. Aber ich habe mir immer gedacht, ich will es aus erster Hand wissen und nicht nur irgendwas, was an mich herangetragen wird, einfach nur so übernehmen und sagen, okay, das ist das Fundament der Welt. Ich wollte es immer selber ausprobieren. Das habe ich immer gemacht. Nicht, weil ich vielleicht irgendwie besonders begabt wäre, aber ich habe gesagt, okay, ich will meditieren lernen, ich will wissen, Telekinese, kann ich das auch wirklich mal selber? Kann ich mal telepathisch irgendwas empfangen? Kann ich wirklich mal mit meinem Bewusstsein aus dem Körper rausgehen? Gibt es das luzide Träumen tatsächlich? Kann ich im Traum klar werden? Um mir, sage ich mal, letztendlich dann ein gesamtes Bild zu machen, welche Fähigkeiten habe ich, ja. Und mir hat auch das nicht immer ausgereicht, dass früher die Leute haben, ich hab mich immer gefragt, ja, warum muss ich denn in der Nacht, wenn ich ins Bett gehe, warum schläft denn der Mensch, ja? Dann hat es früher natürlich immer geheißen, ja, die Muskeln müssen sich erholen und, und. Heute ist man in der Wissenschaft da schon ein bisschen weiter, welche Möglichkeiten im Traum und im Schlaf überhaupt möglich sind und für was das ist. Das hat mich immer interessiert und da wollte ich einfach immer wissen, hey, funktioniert das alles? Und ja, habe dann alles ausprobiert, was mir so wichtig war. Und das Entscheidende war dann irgendwann, ich habe mir immer, wenn ich irgendeinen Kurs gemacht habe, habe ich mir Notizen
gemacht. Das war ich irgendwie so gewohnt, strukturiert zu arbeiten. Das war schon im Job so, gell? Und irgendwann haben wir gedacht, ich schreibe das jetzt mal alles zusammen, was ich da in meinem ganzen Leben so gemacht habe. Und plötzlich entstand ein Buch, ja. Und irgendwann war ich bei 700 Seiten oder 650, ja. Okay. Und dann habe ich die ersten Menschen so drüber lesen lassen. Die haben gesagt, also lieber Heinz, finde ich toll, was du da schreibst, aber so ein Buch würde ich mir nie kaufen. Ich kaufe mir kein Buch mit 750 Seiten. Gell? Ja. Und dann habe ich das Ganze reduziert, habe das Ganze komprimiert und eine Essenz daraus gemacht. Ja, und so ist das Buch Illusion Mensch entstanden. Und das Schöne an diesem Buch ist eigentlich, dass man dann mit vielen Menschen zusammenkommt, mit denen telefoniert, sich mit denen austauscht über WhatsApp und was weiß ich, Facebook, und ganz tolle neue Kontakte sich ergeben. Und es sind natürlich auch immer viele Menschen dabei, die genau ja diese Themen auch, sage ich mal, erarbeiten wollen. Und das macht mir riesengroße Freude. Ja, und so bin ich halt dann auch mit 60 Jahren in den vorgezogenen Ruhestand gegangen und habe seither die große Freude, jeden Tag selbstbestimmt leben zu dürfen. Bis auf das natürlich, dass ich hier Arbeitsanweisungen auch mal von meiner Frau bekomme. Muss ja so auch sein, das. Gell? Genau, so ist das. Ja. Und aber es macht mir riesen viel Spaß. Und so habe ich ja mittlerweile mein zweites Buch geschrieben und bin immer dran und immer offen für neue Themen. Was mich interessieren würde, wie kamst du denn auf den Titel Illusion Mensch? Also Illusion. Ursprünglich hatte ich immer gesagt, das Buch heißt Illusion Tod, weil ich wollte dem Leser immer sagen, es gibt keinen Tod, es gibt maximal ein Ablegen des, sagen wir mal, des materiellen Körpers. Des physischen Körpers, genau. Genau, aber das Bewusstsein mit einem Teil von des Willens und ein Teil der Persönlichkeit reist einfach weiter. Also wir gehen nach unserem körperlichen Tod raus aus unserem Körper und es geht direkt weiter. Da habe ich auch viele Beweise dazu, Astralreisen oder Menschen, die sich bei mir gemeldet haben nach dem Tod, können wir vielleicht nachher mal kurz drüber sprechen. Ja, genau, also, das gehört ja dazu, weil irgendwie muss man ja, ich sage ja, man selber entweder schon mal eine Nahtoderfahrung gehabt haben, um so in dieses Thema einzusteigen, weil ich sage mal, diese außerkörperliche Erfahrung kann man vielleicht da so, also vergleichen kann man das nicht damit. Es ist anders. Also ich hatte auch so mal so einen Herzstillstand während der Operation und da war das anders. Und es war dunkel. Und so ist auch, wie gesagt, ich finde es halt spannend, dein Titel Illusion Mensch und wie du das jetzt gerade gesagt hast, du hast eigentlich gedacht Illusion Tod, finde ja. Ich sehr spannend. Genau, also ja, Illusion Tod hätte es immer werden sollen und dann habe ich aber kurz bevor ich das Buch dann veröffentlicht habe, habe ich natürlich gegoogelt, ja, ist denn alles das hier rechtens, was ich hier mache? Und dann bin ich drauf gekommen, dass der Johann Nepomuk Meyer, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich ja. Der hatte genau vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr vorher ein Buch veröffentlicht, das Illusion Tod geheißen hat. Okay. Und dann habe ich natürlich gleich mit ihm Kontakt aufgenommen, war auch ganz schön. Der hat auch mal ein Interview dann mit mir gleich gemacht. Aber dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich nach einigen Überlegen draufgekommen, Mensch, ich nenne es Illusion Mensch. Weil ja eigentlich das, was wir so erleben, so wie jeder Mensch seine Realität gestaltet, ist ja auch irgendwo eine Illusion. Und so ist für mich das Leben manchmal eine Illusion und der Tod im Grunde genommen genauso. Und eigentlich war es dann eigentlich, oder es war eigentlich ganz gut, dass es dann nicht Illusion Tod geworden ist, weil so hat sich nochmal irgendwie viel mehr geöffnet für mich und für meine Leserinnen und Leser natürlich. Und ja, das ist halt auch meine Meinung, dass ich sage, okay, es gibt eine objektive Wirklichkeit. Ja, ich würde mal sagen, da wird man uns in einem Raum bewegen. Der eine wird sagen, das ist die Quelle. Der eine wird sagen, das ist Gott. Also, oder der eine wird sagen, das ist
das Universum oder der universelle Schöpfer oder wie auch immer, ja. Ich sage immer ganz gern, für mich ist es Gott, der alles hier erschaffen hat, indem wir uns hier in den ganzen Informationspotenzialen, wo wir uns bewegen, wo wir unsere mit dem Werkzeug Bewusstsein, das Ganze und unserer Wahrnehmung praktisch unser menschliches Leben hier, sage ich mal, erfahren dürfen. Ja. Ja. Und da wollte ich dann den Leser einfach nur mal aufzeigen, das, was wir aber mit unseren fünf Sinnen tatsächlich wahrnehmen, das ist ja nur so ein Mini-Mini-Mini-Ausschnitt vom Universum. Ja. Also alle unsere fünf oder manche sagen, wir haben sieben Sinne. Ja, das ist so. Alles ist ja basierend auf elektronische Wellen, ja, also elektromagnetisches Feld. Genau. Was anders können wir nicht wahrnehmen. Aber davon unser Universum 99,9999, also vier Neuner, können wir gar nicht wahrnehmen, weil alles, was nicht elektromagnetisch ist, ist automatisch unseren Sinnen entzogen. Ja, genau. Also das heißt, wir können, auch wenn wir es wollten, immer nur so einen Mini-Ausschnitt überhaupt von dem großen Ganzen um uns herum wahrnehmen. Und da sprechen wir jetzt aber noch gar nicht von Welten wie multidimensional etc. Ja, da geht es ja gerade wieder weiter. Ja. Und deshalb sind wir, ich sage immer, wir sind Wesen, wir haben diesen göttlichen Funken in uns, ja, Gott entfaltet sich möglicherweise auch durch uns Menschen, da spreche ich immer ganz gern von diesem Spirit, ja, der von außen kommt, der uns plötzlich Ideen in das Gehirn setzt, ja. Und ich spreche dann immer von dem Mind. Dieser Mind ist bei mir unser Verstand, der in unserem Kopf innewohnt, ja, wo wir unser persönliches Wissen aufbauen und unsere eigene Realität bauen. Und diese eigene Realität ist ja wieder nicht nur abhängig von dem Wissen, das wir uns erarbeiten, sondern auch wieder von dem Kollektiv außenrum. Ja, wir werden ja, wenn wir ehrlich sind, auch ständig ja gesteuert von kollektiven Informationen. Egal, ob das deine Mutter, dein Vater ist, der dich irgendwie erzogen hat, egal ob es der Chef oder die Chefin ist, die dir sagt, was du heute zu tun hast. Ja, also du wirst ständig getriggert und da ist es aber sehr wichtig und da geht es dann eher in mein zweites Buch rein, dass man sagt, okay, umso öfter ich bewusst am Tag mich selbst wahrnehmen kann und mein Umfeld wahrnehmen kann, umso achtsamer ich mit meinem Leben umgehe, umso öfter habe ich tatsächlich die Chance, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte und meine persönlichen Erfahrungen machen zu können, die mir wichtig sind. Ja, das ist einfach mal so das. Und dann kommt man natürlich drauf, dass man einfach merkt, okay, meine persönliche Realität, die ich mir so geschaffen habe, hat aber nichts unbedingt mit der Realität von anderen Menschen zu tun oder vielleicht mit meiner Frau eher oder mit nahen Verwandten als mit weit entfernten Menschen. Und dann gibt es halt auch irgendwie die Möglichkeit, dass man sagt, man lernt Menschen kennen, wo man sagt, okay, die sind ja ganz anders wie ich, gell? Weil die einfach ihre Welt selbst anders gestaltet haben. Genau, das ist das. Ich wollte noch mal zurück zu den Sinnen kommen. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten. Ich habe ja auch, das ist jetzt schon über 22 Jahre her, dieses Programm entwickelt. Das heißt Sinne Balance Programm. Aber ich habe immer gesehen, also wir haben nicht nur fünf Sinne. Wir bestehen ja nicht aus nur fünf Sinnen, ja, sondern wir haben den wichtigsten Sinn, unsere Intuition, Emotion und Gefühle, was ja dann eigentlich 6, 7, 8 Sinne, wenn man das so aufteilen möchte, sein sollten, die haben wir von Kind an eigentlich aberzogen bekommen. Ja. Weil gerade als Mann, das weißt du ja am besten, als Frau ist es wieder anders, dann sollst du, ein Junge weint nicht und du musst stark sein. Und so weiter und so fort. Also Jungs haben dann mehr auch so Wutausbrüche. Das dürfen Frauen dann wieder nicht oder Mädchen nicht. Also so wird man halt, so wie du gerade gesagt hast, von seinen Eltern ja natürlich auch geprägt oder durch seine Eltern, durch das Umfeld, durch den Kindergarten und so weiter und so fort. Da wird man halt geprägt und das
hat sich also wirklich immer gezeigt in den Kursen, die ich gemacht habe, dass ich mit autogenem Training oder dass die Leute mit dem autogenen Training einfach gar nicht entspannen konnten. Weil das autogene Training ist ja auch dazu da, dass man sich oder dem Unterbewusstsein positive Glaubenssätze ja immer wieder einspricht, um eben auch das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Das ist einfach so, weil wir programmieren täglich, stündlich, sekündlich, minütlich unser Unterbewusstsein mit irgendwelchen Dingen, die wir gar nicht wollen eigentlich. Das ist eben ja unterbewusst. Und das kommt eben hoch, während wir schlafen oder außerkörperliche Erfahrung haben und so weiter und so fort. Dafür ist es da. Dass, Träume sind ja auch dafür da, dass wir Sachen verarbeiten, denen wir gar nicht bewusst sind. Deswegen heißt es ja auch Unterbewusstsein und deswegen speichert sich das. Und das ist eben wichtig, dass man die Sinne einfach wieder nutzt oder die anderen Sinne, die verloren gegangen sind oder verschütt gegangen, wie man das auch sagen möchte, dass man die einfach wieder aktiviert oder sich mehr auf die Sachen konzentriert. Weil wir sind, wie gesagt, wir Sehenden, sage ich jetzt mal, sind belastet durch unseren Sehsinn. Und die anderen, wie gesagt, Menschen, die eben nicht sehen können, die haben dann eben ihre anderen Sinne, die belastet sind. Und dazu ist jetzt zum Beispiel auch eben dieses Sinne-Balance-Programm, um den Ausgleich wieder zu schaffen. Wahrscheinlich auch deine eigene Mitte zu finden. Dich selbst zu finden. Ja, also ich hatte natürlich dann auch immer das Glück, dass ich beruflich, ich war auch im Homeoffice tätig etc. Also für mich war es nie so, oder ich wollte das nicht zulassen, immer zu sagen, jetzt habe ich hier meine 30 Tage Urlaub und das ist der Job, ja. Und dann habe ich ja gesehen, dass es wirklich so ist, wie du sagst, dass dann Leute oder Menschen ausgerechnet im Urlaub dann krank geworden sind. Ja. Ich habe immer gesagt, ich war immer so der Verfechter, ich mache mein Job zu meinem Hobby, ja, und mein Hobby ist irgendwie mein Job. Und dann hat sich das Ganze, natürlich musste ich immer erreichbar sein, aber es hat sich irgendwie so vermischt. Und jetzt sage ich eigentlich nur noch, ich brauche keinen Urlaub mehr, weil ich bin ja mitten im Leben drin, aber ich fahre hin und wieder auf Reisen. Ja, wie Goethe irgendwann schon gesagt hat, du bewegst dich ja nicht, du gehst ja nicht auf Reisen, weil du von A nach B gehst, sondern du gehst ja auf Reisen um des Reisens willen. Und so ist es auch gut, wenn man sich auf den Weg macht im Leben, dass man sich nicht nur, wie gesagt, vom Kollektiv irgendwie beeinflussen lässt, sondern man sagt, okay, ich nehme das Leben bewusst selbst in die Hand, ja, und bin auch achtsam und gehe auch mal über den Tellerrand hinaus, schau euch auch mal, was machen anderen, kann ich auch mal für andere Menschen da sein, um nicht nur, sage ich mal, so ego-behaftet durchs Leben zu laufen. Mhm. Und so ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, das kommt jetzt auch bei dir so schön raus, wenn man sagt, okay, man muss oder es wäre von Vorteil, wenn man sich um sich selbst kümmert, ja, wenn man sich selbst über sich Gedanken macht, wer oder was bin ich denn eigentlich? Weil ich sage mal, mit der Wahrnehmung selbst kann ich zwar mein eigenes Körpergefühl, sage ich mal, eine Bedeutung geben und der Umwelt eine Bedeutung geben, aber das ist es ja nicht, ja. Wenn ich dann ins Bett gehe, dann denke ich, okay, in der Früh, wenn ich aufwache, Mensch, was habe ich denn heute geträumt? Dann kann ich mich mit diesen Träumen auseinandersetzen, kann schauen, was hat mir das Unterbewusstsein an Informationen gegeben. Ja, und da ist es eben ein guter Weg, wie ich in einem Kapitel in meinem Buch auch beschrieben habe, das luzide Träumen, weil auch da kannst du viele Dinge verarbeiten, wenn du aktiv im Traum weißt, was kann ich machen. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass eine Enkeltochter mal Probleme gehabt hat, die war 4 oder 5 Jahre alt und dann hat gesagt, Mensch, im Traum, Opa, da kommt immer eine riesengroße Eule auf mich zugeflogen und ich habe Angst und die hat dann schon Angst gehabt, ins Bett zu gehen. Und dann habe ich gesagt, so ganz spontan, du, wenn das nächste Mal die Eule kommt, macht er untertags öfters mal so die Gedanken dazu. Wenn die Eule wieder kommt, dann fragst du sie einfach, machst du so mit der Hand und sagst Stopp und fragst einfach mal, wer bist du? Ja.
Und das hat auch tatsächlich geklappt. Das hat keine 2 oder 3 Tage gedauert. Dann hat gesagt, Opa, die Eule war da und ich habe so gemacht, wie du gesagt hast. Stopp. Und dann seither waren die Träume weg. Ja, und das ist auch, sage ich mal, sich einfach da manchmal zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich im Traum irgendwelche Erlebnisse habe, es ist ja oft so, dass auch Menschen sagen, okay, da kommt irgendwie eine dunkle Frau und was weiß ich, da kriegt man Angst oder so. Das Ja. Beste ist hinzugehen, aktiv und sagen, durch mein luzides Träumen, durch meine Bewusstsein im Traum zu sagen, hey, stopp, wer bist denn du oder was willst du von mir? Und dann wird man sehen, dass sich solche Dinge ganz schnell oft auflösen, ja. Geschweige denn, dass es natürlich auch wunderschön ist. Du hast ja auch so luzide Träume. Ich sage immer, ich finde es total schön, wenn man sagt, im Traum, wenn man sich bewusst wird, plötzlich, jetzt kann ich fliegen, ja, oder ich kann automatisch unter Wasser atmen. Ja. Irgendwann habe ich angefangen, habe mir gedacht, wieso soll ich denn Angst vor dem Ozean oder irgendwas haben? Ich kann ja unter Wasser atmen. Also, und das ist sogar oft so, dass ich plötzlich unter Wasser irgendwo bin und mir dann bewusst wäre, dass ich im Traum bin, weil ich weiß, mir kann ja nichts passieren, ich kann ja jetzt atmen. Und dann fällt mir ein, jetzt bin ich gerade im Traum. Ja. Also Also ist ganz witzig. ich finde es Ja. auch total hochspannendes Thema und ich finde es klasse, dass es auch ein Thema von dir ist. Ich habe mein Wissen zur Verfügung gestellt und habe dann auch Traumberatung gemacht. Genauso wie du habe ich natürlich auch einige Kurse belegt. Ich habe so mal ein kleines, ich sage mal, Studium gemacht über Traumdeutung in der Schweiz und so weiter. Also auch mal so ein bisschen Grundlegendes zu erfahren, weil mich hat das auch sehr, sehr viel immer eingenommen, diese Wahrträume, die ich hatte. Also bis ich, sage mal, bis ich mein Buch rausgebracht habe, waren die sehr, sehr intensiv und auch anders. Und nachdem ich den ersten Leser hatte, hat sich das verändert, weil ich darum gebeten habe, dass ich es verändern soll, weil mich das immer sehr mitgenommen hat, weil meine Prophetieträume immer negativ waren. Und ich sage jetzt extra waren, ich habe die natürlich immer noch, aber ich habe die jetzt auch nutzen können, um, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Vortrag gehalten habe, bist du immer aufgeregt, ist ja ganz klar, oder ein Interview geben solltest oder so. Und dann bin ich einfach einen Tag vorher oder mehrere Tage vorher immer schlafen gegangen, habe das eben genutzt und habe gesagt, also jetzt möchte ich gerne mal träumen, wie das abläuft, denn ich kann ja Prophetie träumen und um mir einfach so ein bisschen die Angst zu nehmen, ne? Ja. Was dann kommt und so weiter. Und weil wenn man ja schon weiß, wie es ungefähr abläuft, dann ist man ja darauf vorbereitet, auf die Sachen. Manchmal hast du ja dann auch so ein paar Herausforderungen, die dann kommen währenddessen. Ja. Und ja, so war das dann. Und so habe ich das dann auch genutzt, eben für mich, und habe gesagt, okay, dann nutze ich das eben so. Und ich träume ja immer, wenn ich mich hinlege, ist egal, ob ich ein Nachmittagsschläfchen mache oder ob ich abends schlafe. Und ich weiß ja auch immer, was ich geträumt habe und ich kann grundsätzlich immer eingreifen, weil ich da mich schon ja mein Leben lang mit beschäftige. Ja. Und ich finde es wichtig, gerade für solche Menschen, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen, Tagebücher zu führen, beziehungsweise das, was ich träume, wenn ich aufgewacht bin, gerade kurz danach, weil es geht nur kurz danach, dass ich das dann eben entweder aufspreche. Mittlerweile mache ich das eben so, auch wenn ich außerkörperliche Erfahrungen habe, weil sonst vergisst man das. Also du hast so eine, ich sag mal, so eine 10-Minuten-Phase, 10 Minuten, 15-Minuten-Phase direkt nach dem Aufwachen, weil dann ist man noch so in diesem Übergang. Das ist immer Ja. wichtig zu wissen. Du hast also eine, wie du eine Einschlafphase hast, hast du auch eine Aufwachphase. Und da kannst du dich dann eben noch an die Sachen erinnern, die du im Traum oder in der außerkörperlichen Erfahrung oder wie auch immer erlebt hast. Und das ist der Moment, wo du es eben aufschreiben kannst noch. Ja. Ja. Also total interessant, ja. Ich bin manchmal ein bisschen verwundert, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Und sage, ja, weißt du über deine Träume so Bescheid?
Ich würde mal behaupten, dass 50% mit denen Menschen, wo ich so rede, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich träume oder ob ich träume. Aber natürlich träumt jeder, nur das ist so. Musst du halt lernen, ein Traum-Tagebuch zu führen am besten, ja, wo man sich Träume aufschreibt in der Nacht, wenn man aufwacht oder gleich am Morgen. Da merkt man dann schon, wenn man sich auch, oder wie in meinem Fall, ich habe so ein Traumdeutungsbuch, mittlerweile gibt es ja tolle Software im Internet, wenn man was sucht, geht ja viel schneller, aber da kann man dann einmal so in sich hineinspüren, was hat mir das Unterbewusstsein gesagt, gell? Wie kann ich das umsetzen, wie passt es zu meinem Leben? Und zum Beispiel der Titel meines zweiten Buches, Ich habe die Welt an meinen Kopf verloren, der ist mir im Traum eingefallen, gell? Also ich habe geträumt. Das ist oft. Und um 4 Uhr früh plötzlich bin ich aufgewacht und habe ganz deutlich und intensiv jemand, also von dem ich geträumt habe, der mich immer wieder darauf hingewiesen hat, 2 oder 3 Mal ganz intensiv, das neue Buch von dir heißt, ich habe die Welt an meinen Kopf verloren. Und dann bin ich tatsächlich gleich aufgestanden, bin hier, ja, wo ich gerade sitze, jetzt am Schreibtisch, habe mir hier so ein Yellow Tag genommen, den Titel draufgeschrieben, bin wieder ins Bett und erst am nächsten Tag in der Früh, wie ich aufgestanden bin, habe ich wieder den gelben Zettel gesehen und habe gesehen, oh, okay, was ist denn das für Titel? Aber das war dann so intensiv in mir drin, dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, hey, was soll denn das jetzt? Aber das ist dann vielleicht wieder, wenn wir uns einmal über unser zweites Buch oder mein zweites Buch unterhalten, können wir da, freue ich mich da schon, tiefer drauf reingehen. Aber was mir vorher aufgefallen ist, wie du gesagt hast, deine Wahrträume, die du hast, das ist ja total interessant. Hat sich da was in die Richtung bewegt, dass du sagst, du kriegst auch mittlerweile positive Dinge mit oder du kriegst eine Vorausschau, wo du sagst, also es ist nicht nur negativ, so wie du in deinem Buch ja oft gesagt hast, das hat dir ja ein bisschen leid getan, dass du immer Dinge bekommen hast, wo Menschen dann ums Leben auch gekommen sind. Ja, also könnte ja auch schöner sein. Also manchmal in meinen Träumen, ich habe das ganz selten, so wie du. Ich hätte es gern öfters, so wie du. Nee, aber glaube ich nicht, dass das gern ist. Also, wie gesagt, wenn es positiv ist, ist es ja auch super. Ja. Aber also wenn man so diese rein Prophetieträume, also das Letzte, was ich jetzt hatte, war, dass ich gesehen habe, dass wieder irgendwo ein Vulkan ausbricht. Aber ganz komisch, ich war... Und diese Träume sind sehr interessant. Und zwar sind das, also du träumst ganz normal, so ist es bei mir. Und dann macht das wie ein Cut, geht wie so eine Wolke, eine Blase auf. Und dann bist du da voll drin mit allen Sinnen, Emotionen, Gefühle, Intuition, Riechen, Hören, Schmecken, alles. Dann war ich auf einer Straße, da war ein Haus nebendran gestanden. Das war alles flach, ganz komisch. Also normalerweise, wenn ich so träume, was Naturkatastrophen angeht, ist es ganz spezifisch. Und das war ganz komisch. Und zwar war das auf einem flachen Land. Es waren zwar hinten auch Berge. Ich habe gedacht, warum da jetzt ein Vulkanausbruch? Ich habe nur gemerkt, dass dann da ein Haus stand und dann, dass die Straße aufgerissen ist und da so ein bisschen Dampf rauskam und da so, als kam von hinten dann so ein bisschen diese Magma angeflossen, aber auch nicht irgendwie wirklich. Ich habe dann die Leute außen um mir außen rum waren dann sehr hektisch und ich wurde natürlich auch hektisch. Ich habe dann so den Schwefelgeruch ein bisschen auch in der Nase gehabt, habe die Wärme unter meinen Füßen gespürt, weil ich gemerkt habe, okay, als würde irgendwie so ein, ich sag mal, dieser Magmastrom unten unter der Erde so durchfließen. So zumindest hat sich das angefühlt. Und mein Mann war dabei und da waren auch noch mehrere Personen. Ich habe dann gesagt, oh, wir müssen da schnell los. Ich habe gemerkt, dass sich da irgendwas tut. Habe dann aber auch schon in weiter Ferne gesehen, dass die Leute wie geflüchtet sind, halt in die Autos rein, haben die Sachen gepackt, alles, was sie mitnehmen konnten, aus ihren Häusern raus. Es war zwar irgendwie eine ruhige und eine stille, so als würden die Leute evakuiert werden. Das geht noch nicht los, aber
ja schon so auch ein bisschen im Stress waren. Und ich bin dann aufgewacht, weil ich das unterscheiden kann mittlerweile, okay, was ist ein Wahrtraum oder was ist ein normaler Traum, luzider Traum oder wie auch immer. Hat mein Handy dann in der Hand, habe gleich recherchiert, wo ist ein Vulkan ausgebrochen oder wo bricht ein Vulkan aus, weil ich versuche jetzt immer in den Träumen, wenn ich solche Wahrträume habe, wenn ich es schaffe, weil das sind immer nur so Blitze, die ich jetzt mittlerweile so erfahre, oder also diese Prophetieblitze, kann man sagen, dort eine Örtlichkeit zu finden, wo ich mich dran orientieren kann. Also ich weiß dann natürlich dann auch, dass ich träume oder dass es ein Wahrtraum ist, und zu fragen, wo ist denn das? Wo findet dieses Unglück oder wie auch immer statt? Versuche, ein Ortsschild zu finden oder die Leute zu fragen oder zu hören, in welcher Sprache sie sprechen, um das rauszubekommen, wo es ungefähr sein könnte. Aber es geht ja so schnell vonstatten, dass man manchmal da gar nicht dazukommt. Also man kriegt ganz bestimmte wichtige Sachen gezeigt, aber ich habe ja eben durch meine Erfahrung auch gemerkt, dass man ja nichts, dass man jemand nicht zur Vorsicht ermahnen kann. Weil es ist vorgegeben, jeder Mensch hat, ich sag mal, bestimmte Lebensspanne. Und wenn deine Zeit gekommen ist, dass du gehst von dieser Welt, also aus dem physischen Körper, dann ist das so. Da kann ich mit meinem Vorhersagen, wenn ich jetzt zu einem Bekannten zum Beispiel sage, okay, du musst jetzt aufpassen und so weiter, es bringt nichts, dem da jetzt noch Angst zu machen, indem ich sage, oh, sei vorsichtig mal heute da, weil wenn man dran ist, ist man dran. So ist es einfach. Habe ich ja aus meiner Erfahrung und aus meinem eigenen Traum, meinem Unfalltraum ja auch gespürt. Zurückzukommen nochmal zu diesem letzten, den ich da jetzt hatte. Wie gesagt, ich habe recherchiert. Ich habe reingedrückt, wo in der nächsten Zeit ein Vulkan aus. Und ich habe ein Bild bekommen, das genau das dargestellt hat, was ich geträumt habe, mit einem Haus, mit einer Straße, die aufgebrochen ist durch eben die Aktivitäten, nicht des Vulkanes, sondern durch Bewegung eben dieses Stroms und Erdbebens, genau, und zwar in Island. Genau. Ja, also das ist ein für mich eine tolle Fähigkeit, die du hast. So ansatzweise habe ich es auch schon öfters gehabt. Also das letzte Mal zum Beispiel. Also was ich immer ganz genau weiß, wenn ich so einen Wahrtraum habe, ja, oder einen Klartraum, dann ist es anders. Das ist Genau. jetzt, also das ist Richtig. eher zu vergleichen für mich jetzt, wo ich sage, angenommen, ich würde jetzt in meinem Zimmer sitzen, vor mir ist der Fernseher noch gar nicht eingeschaltet. Und plötzlich wird er eingeschaltet und du gehst plötzlich, oh, eine Welt tut sich auf, ja, und du gehst dann mit all deinen Sinnen, gehst du da rein. Ja. Das letzte Mal, wo das war, ich weiß, ich hatte noch ein Firmenfahrzeug, bevor ich da in den vorgezogenen Ruhestand gegangen bin. Und irgendwie 2, 3 Monate vorher, da war noch gar nicht klar, dass ich das Unternehmen dann auch so zum 60. verlasse, hatte ich auch so einen Klartraum, wo ich genau wusste, oh, das war jetzt was anderes, was Besonderes. Da sah ich mich plötzlich in einem beigen Fahrzeug sitzen, in einem Kuga. Ja, also ich habe in meinem Leben sonst noch nie einen Kuga gefahren und habe auch genau innen drin gesehen, wie der ausgestattet ist, etc. Und habe mir dann nur Gedanken gemacht, okay, was soll mir der Traum jetzt sagen? Und dann 3 Monate später muss mein Firmenfahrzeug dann natürlich abgeben. Und was war's? Dann stehe ich vom Autohändler irgendwo da außerhalb von München. Und stehe vor einem beigen Kuga und der war gerade im Angebot, war top. Und dann haben wir gedacht, als Übergangsauto nehme ich den. Und wie ich da davor gestanden bin, also ich kann mich schon daran erinnern, dass ich diesen Traum ja vorher hatte, wie ich davor gestanden bin, haben wir gedacht, sagen wir, genau das war diese Eingabe, ich werde so einen Kuga fahren. Genau. Ja, also. Und das ist auch weißt du, dieses Déjà-vu-Erlebnis, das man manchmal hat, das kommt auch von den Träumen. Viele Leute denken, ah, wo kommt das jetzt her? Das kommt aus dem Unterbewusstsein, Ja. aus den
Also wir kriegen das eben in den Träumen gesagt. Manche Leute oder wir können das gut unterscheiden und merken das dann auch als Déjà-vu, dass wir das auch im Traum schon hatten oder so. Aber andere sagen, irgendwo erkenne ich das schon, diese Situation. Und das ist auch das, was uns immer im Traum gezeigt wird. Aber wo das jetzt genau herkommt. Also ich habe ja schon auch jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel recherchiert. Es gibt ja so viele Wissenschaftler, was heißt so viele Wissenschaftler, die sich mit den Träumen beschäftigen. Ich habe ja auch noch einen Wahrträume-Kanal, da werde ich auf jeden Fall näher auch in diese ganzen Themen reingehen, mich damit beschäftigen und so weiter. Aber hier auf dem Kanal Bewusstsein werde ich das natürlich dann auch mal machen, weil ich finde es ein hochspannendes Thema. Man grenzt das immer aus, aber wir sind Traum. Das heißt, wir sind Geist, Körper, Seele. Zu einem Teil, also wir schlafen ja nicht die ganze Zeit, aber wir verschlafen viel von unserem, ich sag mal, physischen Leben. Und da spielt sich auch sehr viel ab, auf dieser Energieebene und natürlich auch im physischen Körper, obwohl wir in diesem physischen Körper so träge sind und so weiter. Und eigentlich wir sind eigentlich Energiekörper, so wie du vorher auch schon gesagt hast. Das ist so ganz wichtig. Viele Leute sehen das gar nicht, aber es ist halt dieses Tagbewusstsein, wo wir drin sind, wenn wir so halt bewusst im physischen Körper sind, da vergessen wir das halt. Ich habe da letztens so eine Studie mal gelesen, wie oft ist denn der Mensch sich selbst überhaupt bewusst, gell? Und da geht man mal davon aus, dass jeder Mensch im Schnitt eher maximal 5% des Tages bewusst ist. Und das heißt, umgerechnet wäre es so ungefähr eine Stunde am Tag, bist du ein Mensch, der bewusst gerade irgendeine Entscheidung macht. Ansonsten lebst du aus deinem Denken heraus, du wirst gesteuert, du kriegst irgendwelche Arbeitsprozesse hinter mir. Es gab mein Cello, wenn wir nachher auseinandergehen, muss ich oder werde ich gerne eine Stunde Cello üben. Da gehe ich rein und nach einer Stunde gehe ich wieder raus. Da weiß ich nicht, dass ich der Heinz Kalitzsch war. Gell? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber wir hatten ja schon ich sag mal nicht Zoom-Meeting, aber schon ein Gespräch von Auge zu Auge sozusagen. Und wir haben sofort gemerkt, wir haben so viele Parallelen. Das passt einfach. Und ich finde es richtig, richtig toll. Und so ist es natürlich auch lebendig, unser Gespräch. Und das geht natürlich auch auf die Zuschauer und Zuhörer über. Aber so wie du es schon gesagt hast, wir belassen es jetzt dabei. Ich möchte mich ganz herzlich erstmal bei dir bedanken für deine Zeit und natürlich bei meinen Zusehern, Zuhörern. Ja, ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Wir hören Alexandra. uns wieder. Bis dann, eure Alex von Bewusstsein TV. Okay, also tschüss. Ciao.